Diesen Freitag passiert was wirklich sehr, sehr Besonderes. Nachdem die Peso-Tank-Sneaker wirklich eingeschlagen sind wie eine Bombe, hat sich Justin dazu entschlossen, am 5. April um 18 Uhr seine Spring Collection 2024 zu releasen, die wir heute gemeinsam unter die Lupe nehmen. Damit was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich hoffe natürlich, euch allen geht es soweit gut. Holt euch irgendwas zu snacken, holt euch irgendwas zu trinken und genießt dieses Video hier. Wie im Intro bereits angekündigt, dreht sich heute alles um die neue Peso-Kollektion. Wir werden jedes Piece untersuchen, unter die Lupe nehmen und ich werde euch auch meine Meinung zu den einzelnen Pieces wiedergeben. Ob ich die Pieces feiere oder ob ich sage, Bro, Justin, was hast du da gemacht? Ich hoffe natürlich, dass Peso gekocht hat. Bevor wir jetzt reinstarten in meinen Laptop, macht nochmal gerne bei meinem Giveaway mit. Und zwar werde ich euch das jetzt hier mal einblenden. Ihr könnt aktuell einen Goya-Cardholder gewinnen. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist wirklich relativ simpel. Und zwar erstens, lasst mir hier auf YouTube ein Abo da. Am besten noch die Glocke aktivieren, damit ihr kein schönes YouTube-Video mehr verpasst. Als zweites mir auf Instagram folgen, @senabrn. Link zu meinem Instagram findet ihr auch in der Infobox. Und als dritten und letzten Step, schreibt mir einfach irgendeinen Kommentar. Am besten über die neue Peso-Kollektion. Ich werde mir alles durchlesen. Was findet ihr, ist das beste Piece? Und jetzt will ich euch nicht auf die Folter spannen. Und wir starten rein. Wir machen das Ganze auf jeden Fall mit Hilfe von Instagram. Und zwar befinden wir uns gerade auf der Peso-Clow Instagram-Seite und können sehen, dass insgesamt schon 3 Posts zu der Spring Collection online gekommen sind. Insgesamt wird es 4 Posts geben. Einer kommt von mir aus gesehen morgen um 14 Uhr raus. Den schauen wir uns aber auch an. Sehr, sehr korrekt von Justin. Der hat mir den nämlich zukommen lassen. Das heißt, wirklich alle Klamotten aus der Kollektion sollten in diesem Video vorhanden sein. Ich will gar nicht drum herum labern und wir starten rein in den ersten Post. Ich glaube, es ist ein babyblauer Zipper, dann eine bordeaux-rote Jacke, eine schöne Jeans und dazu noch die Peso Tank Sneaker. Das heißt einfach Full Peso, glaube ich, das erste Mal bei einem Shooting. Ihr könnt es direkt sehen, es ist so eine Art Fleece bzw. Mohair-Material. Ich bezweifle mal, dass es echtes Mohair ist, weil echtes Mohair ist wirklich gottlos teuer in der Produktion. Falls es der Fall ist, dann auf jeden Fall Hut ab. Aber ich bin auch sehr gespannt auf den Retailpreis bei der Jacke. Die sieht aber vom Fit her relativ schön aus. Ich feiere, dass wir jetzt hier nirgendwo irgendwie einen Print haben und auch nirgendwo, dass irgendwie Peso draufsteht. Wirklich ein sehr, sehr schönes Ding, was sich einfach nur durch den Schnitt und natürlich auch die Materialien so auszeichnet. Und das feiere ich immer. Deshalb bin ich ja zum Beispiel auch ein riesengroßer Freund aktuell von den Tire Studios. Was ich hier sehr cool finde, wäre, dass der Kragen, ihr könnt sehen, nicht in diesem Mohair gemacht wurde. Ist so ein kleiner Kontrast. Generell alles hier ist Ton in Ton. Das heißt, alles ist in diesem roten Colorway. Wenn man die zumacht, stelle ich mir das so vor, dass sie wirklich relativ eng ansitzt und man die wirklich sehr, sehr croppen kann. Bei so einer Jacke auf jeden Fall sehr vorteilhaft. Also all in all wirklich ein sehr, sehr rundes Ding. Kriegt von mir eine 9 von 10. Wirkliches Highlight-Piece, gefällt mir. Ich habe sowas in letzter Zeit auch bei keiner Streetwear-Brand gesehen in Deutschland. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Der Zipper ist grau. Der sah auf dem ersten Pick irgendwie so babyblau aus. Keine Ahnung, ob meine Augen mich da getäuscht haben. Aber kann auch sehr einfach sein, dass es ein anderer Zipper ist. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hätten wir hier einen grauen Zipper. Ist jetzt nichts Besonderes. Wurde das Rad nicht neu erfunden. Generell habe ich bei diesem Zipper auch in TikTok gesehen. Ich werde euch das jetzt hier mal einblenden. Das muss ich auch unbedingt kommentieren. Da hat einfach irgendeine Brand auch einen grauen Zipper gemacht mit einem blauen Logo und hat dann geschrieben, boah, Peso kopiert uns. Generell ist das ja in letzter Zeit irgendwie so Trend geworden, dass irgendwie so Brands, kleinere Brands behaupten, ey, der macht mir das nach, der macht das. Und da versuchen, auf den Namen von Peso so ein bisschen Werbung zu machen, finde ich auf jeden Fall kontraproduktiv. Vor allen Dingen, weil es halt gar keinen Sinn macht. Also, falls ihr solche TikToks seht, so eine Kacke wirklich niemals glauben. Also wie gesagt, ist jetzt nichts atemberaubendes. Fit finde ich wirklich sehr cool. Natürlich haben wir hier auch wieder bei den Zippern, dass der Bund unten nicht mehr so ist wie damals bei den Peso Ross, was ich auf jeden Fall feiere. Generell habe ich das ja auch mal in einem Video erwähnt gehabt, dass diese Veränderung gab und dass ich wirklich ein riesen Freund davon bin. Von der Rückseite sieht der Zipper dann so aus. Wir haben wirklich einen sehr, sehr fetten Print, wozu ich gleich nochmal was sagen werde. Aber das geht theoretisch klar, dass er auf der Rückseite so fett ist. Sind ja auch keine Basics. So würde er jetzt nur diese Peso-Logo hier drauf machen, könnten das ja gefühlt schon die Ross sein. Für meinen Geschmack ist das aber ein bisschen zu groß. Ich feiere aber generell die Optik, dass das hier so ein bisschen unter die Kapuze drunter geht, also dass die Kapuze einfach über dem Print ist. Aber trotzdem, ich finde, das nimmt zu viel Fläche ein. Hätte man das kleiner gemacht, wäre es auf jeden Fall mehr mein Geschmack gewesen, aber sonst vom Artwork eigentlich ziemlich cool. Ich gebe dem Ding eine 7 von 10. Ich glaube, das interessantere Piece bei diesem Shooting-Pick wäre aber tatsächlich die Hose, denn wir können sehen, es ist so eine grau verwaschene Baggy-Denim, die wirklich sehr, sehr schön auf die Timberlands fittet. Und was ich hier wirklich als sehr, sehr großen Lob anmerken muss bei Peso und bei den Jeans generell, das fällt mir jetzt wirklich direkt auf und kommt mir wirklich in den Kopf. Und zwar, wenn man sich die Hosen aus den älteren Kollektionen anguckt und jetzt die anguckt, kann man wirklich eine Entwicklung sehen und ein wirklich
sehr, sehr stimmiges Bild erkennen und das ist wirklich selten der Fall, denn auch hier wieder wurde mit Ziernähten gearbeitet. Ihr könnt sehen, wir haben jeweils links und rechts zwei Stück. Ist jetzt nicht wirklich ein krasses Highlight. Generell würde ich sagen, dass die Hose eher ein bisschen schlichter ist, aber da kommt mir direkt die Wave Denim im Kopf und ich finde, das ist so eine gute Fortsetzung und dass man das irgendwie so aufgreift, finde ich einfach relativ nice. Ist so eine eigene Designsprache auf jeden Fall und nicht, dass einfach random irgendwas gedroppt wird, sondern man kann hier wirklich erkennen, dass sich Gedanken gemacht werden und das wie so ein kleines Puzzleteil ist. Ihr wisst schon, was ich meine. Auch von hinten wirklich ein sehr, sehr starker Fit. Hier sieht die jetzt vielleicht ein bisschen flared aus und ich weiß gar nicht, ist das ein Gürtel, der droppt dazu? Keine Ahnung. Vielleicht sehen wir das gleich nochmal im Detail. Aber auf jeden Fall, die Hose gefällt mir. Ist halt relativ schlicht. Deshalb gebe ich dem Ding eine 8,5 von 10. Wirklich solides Ding. Qualitätstechnisch auch sehr, sehr gut. Und fit. Sieht sehr, sehr nice aus. Jungs, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wo ich so einen russischen, ich weiß gar nicht, ob das russisch ist, aber so einen Hut finde. Ich finde, es kommt wirklich todeskrass immer auf Picks. Ich würde jetzt so nicht irgendwie in Düsseldorf auf der Street rumlaufen oder so. Aber wie gesagt, für Bilder immer sehr, sehr ästhetisch. Kommen wir aber zu den nächsten Pieces. Und zwar haben wir eine Cargo, glaube ich, die wir gleich nochmal ein bisschen besser sehen werden. Und dann diesen wunderschönen Zipper. Es ist jetzt kein Royal Blue, aber die Waschung finde ich wirklich ziemlich nice. Da kommt mir auch direkt Returnity in den Kopf, die ja aktuell auch wirklich sehr, sehr viel mit Waschungen spielen. Ich finde das hier wirklich sehr, sehr krass gelöst. Wir haben so ein paar hellere Anteile, ein paar dunklere Anteile. Ich glaube, das ist eine Stone-Waschung. Ich bin nicht perfekt informiert oder ob das geschwellt wurde. Keine Ahnung, das übersteigt auf jeden Fall irgendwie meinen Fashion-Horizont. Dann können wir sehen, dass hier einmal Pesos drauf geschrieben wurde. Warum Pesos und nicht Peso? Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht sieht es einfach besser aus, dass das so ein bisschen symmetrischer ist. Aber wir können dann hier noch in dem O so ein kleines Artwork sehen. Bringt so ein bisschen Abwechslung mit rein. Aber auch das Piece ist jetzt kein wirklich Highlight-Piece. So, versteht mich nicht falsch. Es ist wirklich ein sehr cooler Zipper. Auch der Fit sieht wirklich sehr gut aus. Ich denke mal, das ist derselbe Fit, den wir eben auch schon gesehen haben. Aber so haut mich jetzt nicht vom Hocker, dass ich sage, boah, Justin, geisteskrank und so. Aber ich denke mal, das ist auch nicht die Intention. Ihr dürft auch niemals vergessen, man kann ja nicht eine Kollektion rausbringen und nur Highlight-Pieces droppen. Leider kann man hier die Cargo nicht richtig erkennen, sondern ist hier so halb abgeschnitten. Aber ich sage euch ehrlich, die kommt todeskrass. Vor allen Dingen der Colorway ist wirklich sehr, sehr schön. Generell dieses Bild hier auch wieder mit diesem Kontrast von diesem Remover-Koffer, der auch ein Grau ist. Sehr, sehr nice gewählt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Peso-Logo hier reingestickt wurde oder ob das ein 3D-Print ist. Ich kann das wirklich sehr, sehr schwierig erkennen. Aber diese überdimensionalen Cargo-Taschen, die so ein bisschen schräg nach außen gehen, fällt mir auf jeden Fall bis jetzt das stärkste Piece. Und es kriegt von mir straight eine 9,5 von 10. Das brauche ich unbedingt. Die Cargo muss ich unbedingt austesten. Gefällt mir auf jeden Fall, dass es so ein bisschen Abwechslung gibt und es einfach nicht eine 0815 Cargo ist, wo man gesagt hat, okay, jeweils oben an der Seite eine Cargo-Tasche und dann unten nochmal am Schienbein, sondern eine fette in dieser Optik. Ich finde, dann haben wir das stärkste und das schwächste Piece bis jetzt auch in einem Bild. Und zwar dieses T-Shirt hier. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, genau das gleiche Bild, was wir eben beim Hoodie gesehen haben, in Grau, nur in einem anderen Colorway. Ich finde den Colorway wirklich sehr schön. Der Schnitt könnte für mich noch ein bisschen mehr cropped sein. Sage ich euch ehrlich, ich finde das doch ein bisschen lang. Auch das Peso-Logo ist so ein bisschen distressed, aber all in all, ich habe ja gesagt, hier finde ich das nochmal ein bisschen schlimmer mit diesem fetten Logo. Ich feiere das nicht, dass der Rücken wirklich komplett voll ist. Dementsprechend kriegt das T-Shirt von mir eine 4 von 10. Also bis jetzt das Schwächste. Ich glaube, dass viele von euch froh sind, dass genau diese wunderschöne Jacke jetzt rauskommt. Hier kann man die nochmal ein bisschen besser sehen. Da war der Hype ja, glaube ich, relativ groß. Und es gab so eine Geschichte, dass sie einmal gesampelt wurde und irgendein Rapper die haben wollte. Auf Frankreich angelehnt. Checkt ihr, was ich meine? Zum Beispiel die Hose hat auch quasi dieselben Nähte wie die Jacke. Und dann, es ergibt einfach ein wirklich sehr, sehr stimmiges Bild. Und das feiere ich in dieser Kollektion. Das habe ich auch schon in der letzten Kollektion gefeiert, dass es nicht einfach so random gemacht wird. Das ist mir immer besonders wichtig, wenn man sich so komplett Kollektion anguckt, dass es ein stimmiges Gesamtbild ergibt. Man hat keine Kapuze, es ist so eine Art Trainingsjacke. Jeder Baller von euch wird es kennen. Peso-Logo wurde hier eingesteckt. Ton in Ton, wirklich sehr wichtig. Das heißt, wir haben nur diese beiden Highlight-Nähte. Einmal in Blau, einmal in Rot. Sehr, sehr geiles Ding, relativ schlicht, ist aber trotzdem, würde ich sagen, auf jeden Fall ein Highlight-Piece. Vor allen Dingen cooler als die anderen Piece, die wir bis jetzt gesehen haben. Außer halt die eine Übergangsjacke und die Cargo-Hose. Ich gebe dem Ding eine 9 von 10, sehr, sehr geil. Einfach anderer Colorway von dem Piece, was schon mal gedroppt wurde. Die Jeans von eben wird dann nochmal in einem anderen Colorway droppen. Ich weiß gar nicht, welchen Colorway ich cooler finde. Ich würde aber eher zu diesem hier tendieren. Wie gesagt, gleiche Details. Was ich hier besonders interessant finde, wäre, dass wir hier oben irgendwie so eine andere Waschung haben. Das sieht hier irgendwie so linienförmig aus. Und hier unten so ganz normal. Das muss man natürlich immer beachten bei sowas. Ich weiß
weiß jetzt nicht, ob das extra gemacht wurde. Also ich glaube schon, so sind ja seine Klamotten, die er rausbringt. Muss mal schauen, wie das in echt getragen aussieht. Natürlich merkt euch immer, bei so Shooting-Locations sieht alles immer krass aus. Da werden sich Meinungen, glaube ich, so dick streiten. Und zwar dieser Hoodie, der rauskommt, mit Hilfe dieser Schutzweste. Hammer Konzept. Gibt mir irgendwie so diese Vibes von dem Supreme Box-Logo-Tee, was irgendwie gedroppt ist, wo einfach ein Box-Logo auf ein T-Shirt geprintet wurde. So ähnlich quasi ist das hier. Natürlich jetzt, ich will nicht sagen, dass das irgendwie nachgemacht hat. Das sind trotzdem zwei verschiedene Welten. Aber nur damit ihr checkt, was ich meine. Wie gesagt, cooles Konzept würde ich persönlich auf jeden Fall nicht tragen. Ich weiß nicht. Ich finde das so für einen Pick jetzt cool. Aber trotzdem bin nicht der größte Freund davon. Ich feiere auch nicht, dass es hier so endet. Hätte man das, wenn dann so ganz groß drüber gemacht, fände ich das noch ein bisschen cooler. So, checkt ihr, was ich meine. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das hier so weitergeht, Black on Black mäßig. Aber wie gesagt, interessantes Konzept. Nächstes Pick und das erste, was mich stört, und das hat wirklich nichts mit dem Outfit zu tun, aber diese Sneaker, ne, sind so tote Schuhe. Im Ernst, so Kaiser 5, ich raff nicht, wie man die feiern kann. Also bei aller Liebe, tragt, was ihr wollt und so. Aber diesen Schuh, den habe ich auch schon ein paar Mal in echt gesehen, ne? Also Leopard kommt krass, sage ich euch ehrlich, aber so an sich mit dieser Schnalle und so einfach Kaiser 5. Die Hose ist auf jeden Fall die Hose, die wir eben schon gesehen haben. Hier könnt ihr auch nochmal sehen. Fittet relativ schön, sehr breit, gefällt mir, dass sie so auf die Schuhe aufstackt. Auch hier beim Shooting wirklich sehr gut umgesetzt. Einmal über die Schuhe, einmal so hinter die Schnalle, kommt wirklich sehr, sehr lässig. Kommen wir ganz kurz zum Piece zu sprechen, und zwar ist das so eine Art Polohemd. Ich habe den Namen wirklich vergessen. Ich glaube, das hat eine eigene Bezeichnung. Kennen wir aber schon aus den letzten Jahren, waren letztes Jahr wirklich sehr oft im Trend. Ich bin wirklich ein großer Freund davon. Habe selber auch ein paar zu Hause, rocke die wirklich sehr, sehr gerne, und ich glaube, der Frühling ist die perfekte Zeit dafür. Was hier aber so ein bisschen geändert wurde, und zwar haben die meisten Brands hier immer so einen V-Kragen reingemacht. Hier können wir sehen, es ist sehr, sehr schön abgerundet. Sieht wirklich sehr gut aus. Erinnert auch mehr an so, ist jetzt kein Fließmaterial, was auch schon wirklich sehr viele gemacht haben, so Fließ- oder Mohair-Optik, sondern sieht nach 100% Baumwolle aus mit dem Peso-Logo, was wir schon die ganze Zeit sehen. Also wirklich sehr, sehr classy. Ich hoffe, dass hier auf der Rückseite der Print nicht extrem fett drauf ist. In diesem dunkleren blauen Colorway. Kommt wirklich sehr gepflegt, gebe ich eine 7,5 von 10. Bei diesem Print wurde ich leicht geleakt, denn ich weiß auf jeden Fall, es gibt davon auch einen grauen Hoodie. Und ich muss zu diesem Print sagen, ich sag euch im Ernst, das ist mit der krasseste Print, den Peso jemals released hat. Ich finde diesen Print, der ist wirklich eine absolute 10 von 10. Einfach nur von der Symbolik her, Chasing Pesos, natürlich ein geiles Thema, passt wirklich 100% zur Brand. Auch mit diesem O, was hier so als Zielfernrohr, glaube ich, gemacht wurde. Der ist so ein bisschen distressed, also nicht 100% von der Sättigung her. Ihr könnt sehen, hier so ein bisschen broken am S. Und dann so der Mann, der wegrennt. Hier fallen so die Dollarscheine raus. Also wirklich sehr, sehr geiler Print. Haben die sehr, sehr gut gemacht. Ansonsten zum T-Shirt. Fit finde ich hier noch ein bisschen schlimmer. Man hätte dem Model auf jeden Fall eine Size kleiner geben können, für meinen Geschmack. Aber das ist natürlich so ein Oversized T-Shirt, glaube ich, soll es sein. Oder die meisten von euch werden das wahrscheinlich so tragen. Wie gesagt, ich bin gerade eher auf meiner Crop Wave und würde das T-Shirt so hart auf hart, so bis hier kürzen, so zum Beispiel. Dann fände ich, kommt es nochmal ein bisschen krasser. Dann haben wir tatsächlich wieder eine neue Jeans. Und das ist genau das, was ich eben meinte mit dieser eigenen Designsprache, dass wir jetzt hier nicht irgendwie Fett Patches drauf haben oder so. Denn es wurde wieder mit diesen Nähten gearbeitet, und ich glaube mal, es soll links sowie rechts wirklich ein sehr, sehr großes P sein. Ähnliche Waschung wie eben, vielleicht nicht so stark ausgewaschen, aber auch hier wieder sieht der Fit wirklich relativ schön aus. Wir haben dann so als Highlight so ein paar Nieten reingemacht, und ich finde generell, was Jeanshosen angeht, macht Peso in letzter Zeit keine Fehler mehr. Ich würde der Hose auf jeden Fall eine 9 von 10 geben, das T-Shirt. Allein weil der Print so cool ist, muss das eigentlich schon eine 6,5 verdient haben. Dementsprechend 6,5 von 10. Ich glaube, bei dem Shooting-Bild haben wir schon alles gesehen. Sei es die Hose, sei es auch die Jacke. Hier nochmal in einem anderen Colorway. Wirklich sehr, sehr geil. Zum Beispiel bei der Jacke eben. Bei der Trainingsjacke hatten wir blau und rot. Das haben wir dann nochmal als Highlight-Jacke. Einfach, wie gesagt, ich mag es an sich, wenn es einfach ein stimmiges Konzept ist. Ich glaube, ich habe es hier jetzt schon unzählig oft erwähnt. Aber ich finde, die kommt auf jeden Fall ein bisschen edler. Passt jetzt gar nicht so krass in dieses Streetwear-Bubble. Trotzdem, finde ich, kommt die auch hier wirklich sehr, sehr gepflegt. Denn es wurde einfach gut kombiniert. Die Jacke sieht sehr, sehr krass aus. Sie sieht auch qualitativ wirklich sehr hochwertig aus. Natürlich kann man die Qualität jetzt nicht Bildern entnehmen. Aber so, ihr checkt schon, was ich meine. Hier könnt ihr das T-Shirt nochmal ein bisschen besser sehen. Und irgendwie das T-Shirt fittet hier wirklich absolut 10 von 10. Bei Mädchen eben war das für mich zu oversized. Keine Ahnung, ob alle Mädchen das so rocken wollen. Aber auf jeden Fall finde ich, das kommt auf weiß irgendwie ein bisschen cooler als auf schwarz. Nichtsdestotrotz natürlich gleiche Meinung. Dann haben wir hier nochmal die Cargo in schwarz, aber die graue, da wird, glaube ich, nichts mehr rankommen. Die graue war wirklich geisteskrank vom Colorway. Kommt jetzt hier noch was noch? Boah. Bruder, dieser Hoodie ist so cozy, ne? Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt.
Das ist somit das cosyste Produkt, was Peso jemals rausgebracht hat. Und dieses Gelb, ich habe mich einfach in die Farbe in letzter Zeit so ein bisschen, ja nicht verliebt, aber so, ich feiere das Gelb zu tragen. Ich habe eben ja schon den Print wirklich abgefeiert, des Grauens, und meinte, dass der krasseste Print ist, den Peso jemals released hat. Feier den Hoodie wirklich todes, ne? Weil die Message dahinter auch einfach geil ist. So Chasing Pesos, finde Hoodies müssen einfach immer cozy sein. Und dann rank ich hier einfach auf so einer Cozy-Skala. So, vielleicht checkt ihr selber, vielleicht checkt ihr nicht. Aber einfach für mich selber, das wäre auf jeden Fall ein Hoodie, den ich so daily rocken würde auf den. Ey, ich gehe gerade original die Picks durch, weil, wie gesagt, 3 Posts sind schon online gekommen und ein Post hat mir Justin halt geschickt auf Instagram und ich gucke mir gerade die Bilder original das erste Mal an, ne? Und ich sag euch, hier wird gleich ein T-Shirt dabei sein, wieder todescozy. Also im Ernst, sehr, sehr geil. Hier sind aber auch wieder ein, zwei Basic-Dinger dabei. Ich werde euch hier versuchen, immer auf der linken Seite die Picks davon einzublenden, damit ihr die natürlich auch sehen könnt. Und zwar hätten wir erstmal eine Jacke, die droppt. Finde ich, ist jetzt nicht atemberaubend, das ist so eine gesteppte Jacke. Was ich dann aber ein bisschen cooler finde, generell, ihr wollt ja wahrscheinlich immer ein Ranking haben, deshalb kriegt die Jacke von mir eine 7 von 10, ist hier so gebrandet am Kragen, was ich an sich eine sehr coole Idee finde. Ansonsten ist ja meistens immer am Ärmel und das bringt einfach so ein bisschen Abwechslung mit rein. Was aber sehr nice ist, wäre diese Bag vom Peso. Und zwar fahre ich auch hier, wie das gebrandet wurde, ist natürlich in einem Set quasi oder sieht 1:1 gleich aus von der Optik her wie die Jacke. Nur ich finde die Bag einfach 100-mal geiler. Wie gesagt, Jacke taugt mir nicht so, aber ich glaube, die Bag ist wirklich sehr cool, weil man da auch wirklich sehr, sehr viel Platz hat. Einziges Problem, was ich bei dieser Tasche sehe, und sage ich euch ehrlich, wenn man die irgendwie hinstellt, irgendwo hinwirft und das Off-By-Bag so, man zieht die aus und wirft die einfach irgendwo hin, die ist in diesem Cream und ich glaube, das ist so ein Material, das geht so schnell dreckig. Vielleicht hätte man da einen anderen Colorway wählen können, denn ich glaube nicht, dass sie immer wirklich so clean aussieht wie auf dem Bild. Swipen wir weiter, dann sehen wir nochmal die Cargo, die hier. Junge, je öfter ich diese Cargo sehe, hört mal auf mit diesen Peso-Bildern die ganze Zeit. Desto krasser finde ich die. Also auch hier wieder Fitting 10 von 10. Aber jetzt kommen wir zu dem T-Shirt und das T-Shirt. Love can't pay my bills. Das ist das T-Shirt, was ich meinte. Wirklich todescozy. Auch von der Waschung her ziemlich geil. Das ist so, ihr checkt schon selber, das ist quasi gar nicht so richtig into your face. Also ist von der Sättigung her nicht so gut. Ist auch hier wieder so ein bisschen broken, so ein bisschen ausgewaschen. Sehr, sehr geil. Ich glaube, das hatte Peso auch mal gemacht in dieser Stripper-Collection. So, ihr checkt, was ich meine, mit diesen ganzen Frauen und so, so ähnlich. Und das ist auch das T-Shirt einfach, was ich bis jetzt am coolsten finde. Schnitt sieht hier wirklich sehr, sehr gut aus. Mit diesem Crop geschnittene Ärmel perfekt, Drop Shoulders, ein bisschen boxy geschnitten. Also wirklich all in all, das T-Shirt kriegt von mir eine 9,5 von 10. Also ich glaube, sowas braucht man immer in jeder Kollektion, wo einfach nur Peso draufsteht. Haut mich jetzt nicht vom Hocker, um ehrlich zu sein, hat man auf der Vorderseite und dann auch auf der Rückseite. Ich glaube, ich hätte nur eins von beidem genommen, so wenn es auf der Vorderseite ist, einfach auf der Rückseite weglassen. Private European Security Operations, keine Ahnung, welcher Film da gefahren wird, an sich auch hier wieder gleicher Schnitt. Dementsprechend kriegt das von mir eine 6 von 10. Wie gesagt, cooles weißes Basic Tee, um einfach so ein bisschen Branding zu betreiben. Auch sehr wichtig. Das war's für ein Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, lasst mir natürlich gerne ein Like da und schreibt mir natürlich sehr, sehr gerne in die Kommentare, was euer Favorite Piece ist, was eure Meinung zu der kompletten Kollektion ist. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr breit gefächert. Eigentlich sollte jeder von euch fündig werden. Ich denke mal, ihr solltet am besten gewappnet sein für den neuen Release. Und falls ihr mir noch kein Abo da gelassen habt, lasst mir gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder zum neuen YouTube-Video. Peace, haut rein!